Und ich muss heute auch mal etwas ausführlicher zur Medienberichterstattung das Wort ergreifen. Ich weiß nicht, wer den Artikel in der heutigen TA schon gelesen hat. Da stehen einem ja tatsächlich die Haare aus dem Berg. Und ich glaube, da gilt es einfach in guten und sachlichen Ton einiges gerade zurück. Auch das will ich tun. Das muss einfach getan werden, liebe Freunde. Ja, wieder Arnstadt. Ich weiß gar nicht, das sieht mit dem Mann jetzt schon in Arnstadt treffen. Wieder in der ältesten Stadt Thüringens. Wieder im Bericht des Kreisverbandes im Kreis Gotha, des ältesten Kreisverbandes unseres Landesverbandes. Und im Namen dieses Kreisverbandes, im Namen des Kreisvorstandes und des Landesvorstandes möchte ich alle Anwesenden nochmal herzlich willkommen heißen. Und ganz besonders herzlich willkommen heißen möchte ich die heute wahrscheinlich auch zahlreichen neuen Mitglieder. Einerseits bedrückt mich das immer, dass ich nicht alle Namen kenne und neue Namen erstmal wieder lernen muss, aber das ist ja schön, wenn man neue Namen lernen darf. Wir sind in Thüringen auf einem sehr, sehr guten Weg. Zusammen mit Brandenburg, liebe Freunde, sind wir der am dynamischsten wachsende Landesverband in der AfD. Das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich soll ganz herzliche Grüße überbringen. Herzliche Grüße von unseren Freunden André Poppenburg und Andreas Albers. Die beiden wären gerne gekommen. Ich habe gesagt, nein, ihr braucht nicht kommen, ich brauche die Redezeit, wenn ihr auch noch anfangen zu reden, habe ich keine Zeit mehr. Nein. Die beiden sind heute in Sachsen beim Landesparteitag. Ihr habt das mitbekommen, die Sachsen haben parallel zu uns einen Landesparteitag. Und dieser sächsische Landesparteitag ist ein sehr wichtiger Parteitag für unseren befreundeten Nachbarverband. Wir wissen, die Dame mit den zwei Mandaten hat dort Unordnung hinterlassen. Und die Sachsen sind gerade dabei, diesen Landesverband neu aufzustellen, wieder zu ordnen. Das gelingt alles sehr gut, wie ich das aus der Ferne beurteilen kann. Aber jetzt muss das Ganze auch zum Abschluss gebracht werden. Ein neuer Landesvorstand soll gewählt werden und wird heute gewählt werden. Und ich denke, im Namen von uns allen senden wir herzliche Grüße aus Thüringen nach Sachsen und wünschen eine gute Hand bei der Wahl des neuen sächsischen Landesvorstands. Ich habe Dank zu sagen, liebe Freunde, ich habe Dank zu sagen für die, die sich wieder über alle Maßen hier bei der Organisation dieses Parteitages engagiert haben. Vor allen Dingen habe ich Dank zu sagen an Tosca Kniese, die in bewährter Art und Weise schwerpunktmäßig und federführend die Organisation geleistet hat. Ich habe Dank zu sagen an Torben Brager, der schon zu euch geredet hat, unseren Satzungsexperten, der uns allen als unerbittlicher und absolut korrekter Versammlungsleiter in diversen Angelegenheiten schon bekannt geworden ist. Ich habe Dank zu sagen an die Helfer des gestrigen Abends, die hier alles vorbereitet haben, damit wir es so gut vorfinden, an Jens Dietrich, Kerstin Schmalz, Livia und Matthias Block, Peggy Brauer, Sebastian Thieler, René Aust und all die und denjenigen, die ich jetzt vergessen habe, auch unser herzlichen Dank für diesen wichtigen Beitrag zum Gelingen dieses Parteitags. Ich bin stolz und freue mich, unsere Bundestagsabgeordneten begrüßen zu dürfen. Ich denke, es sind alle da. Ich habe noch nicht alle gesehen. Stefan Brandt, das ist ein herzlichen Glückwunsch zur Wahl zum Ausschussvorsitzenden des Justizausschusses. Stefan Brandt. Jürgen Bohlen sitzt hier vorne. Herzlich willkommen, Jürgen. Dass unsere Bundestagsabgeordneten natürlich auch Dienst weiterhin leisten für den Landesverband. Deswegen danke, Jürgen, dass du spontan wegen Krankheit eigentlich auch Philipp Behring vorgesehen, den ihr alle kennt aus Baden-Württemberg, der auch schon sehr profihaft eine Versammlung hier geleitet hat. Aber er ist leider krankheitsbedingt nicht zur Verfügung gestanden und deswegen ist Jürgen Kohl eingesprungen. Herzlichen Dank, Jürgen, für deine Arbeit. Bobby ist auch da. Herzlich willkommen, Bobby Schön.
Bundestagsabgeordneten nicht abgehoben sind, dass unsere Bundestagsabgeordneten auch niemals abheben werden, sondern immer ihre gute alte Bodenhaftung bewahren werden. Und Dr. Anton Friesen ist auch da. Anton Friesen sehe ich jetzt noch nicht, aber wir sind krass. Ganz herzlich begrüßen möchte ich das Ehepaar Hasemann, Frank Hasemann, Bundestagsabgeordneter und Bundesvorstandsmitglied ist aus Sachsen-Anhalt, auch ein eingereichtes Unterleistungs für Ihre Kinder von uns. Natürlich, Herr Skattin, herzlich willkommen, Frau Hasemann. Danke, dass Sie uns eingeladen haben. Ja, weitere Abgeordnete sind heute zu Gast aus anderen Ländern. Thorsten Weiß, auch ein bewährter und uns wohlbekannter Versammlungsleiter, auch vom Rednerpult hier und von mir nochmal ein herzlich willkommen, lieber Thorsten. Danke für deine Bereitschaft, hier die Versammlungsleiter zu stellen. Und du hast deine Kollegin Jessica Wiesmann mitgebracht, auch aus Berlin, aus dem Abgeordnetenhaus. Herzlich willkommen, Jessica. Ich begrüße auch die Pressevertreter. Wir freuen uns auf eine umfangreiche und neutrale Berichterstattung. Herzlich willkommen! Meine Freunde, die Hoffnung stirbt bei mir zuletzt und ich glaube, das ist bei uns allen so. Ich kann mich noch gut an die Zeiten erinnern, als es in Deutschland noch Qualitätsjournalismus gab. Das ist zwar schon einige Jahrzehnte her, aber ich bin auch schon einige Jahrzehnte alt. Und das war früher mal so, dass Qualitätsjournalismus sich dadurch auszeichnet, dass der Bericht und die Meinung, der Kommentar getrennt waren. Könnt ihr euch an die Zeit noch erinnern? Ja. Ja, genau. Wir haben eine sehr erfolgreiche Demonstration in Erfurt am Sonntag durchgeführt. Danach las ich einen Bericht auf Epoch Times. Und diese Online-Zeitung hat ganz sachlich und neutral einen Bericht verfasst, wo die Slogans und die politischen Botschaften der überschaubaren Gegendemonstranten natürlich erwähnt waren und wo unsere Inhalte, vor allen Dingen auch viele Redepassagen erwähnt waren, die ich in Erfurt kundgetan habe. Ganz neutral, einfach im Bericht stehen, ohne irgendeine Wertung von dieser Demonstration berichtet. Es geht, wenn man will. Und liebe Freunde und liebe Pressevertreter, versteht mich und verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich weiß, auch Journalisten haben, müssen auch ein politisches Herz haben. Gar kein Zweifel. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn AfD-kritische Meinungen in einer Zeitung geäußert werden. Überhaupt nichts. Wenn ein Leitartikel erstellt wird, wenn ein Kommentar erstellt wird, dort gehören kritische Meinungen in Zeitungen auch rein und dort möchte ich sie auch lesen, selbst wenn sie AfD-kritisch sind. Dazu sagen wir ja. Werden, das ist, wenn Bericht und Meinung in einer unerträglichen Art und Weise vermengt werden, nur um diese junge, erfolgreiche Partei zu diskreditieren und zu stigmatisieren. Damit muss Schluss sein. Seite 2, Thüringer Allgemeine, heute. AfD will beim Parteitag Wölfe im Schafspelz beseitigen. Einflussreicher und höckekritischer Regionalverband Gotha, ich höcke jetzt mal die Freunde aus dem Regionalverband Gotha, ich weiß, es sind viele Leute anwesend, fragen, ob sie denn wirklich höckekritisch sind, wie dieser Artikel vermuten lässt. Höckekritischer Regionalverband Gotha wurde vom Landesvorstand bereits aufgelöst. Eine Falschmeldung. Dieser Artikel strotzt von Falschmeldungen. Und ich empfehle dem Redakteur, dem Journalisten, der diesen Artikel verfasst hat, sich vielleicht doch nochmal mit dem Landesvorstand, mit dem Kreisvorsitzenden und anderen zusammenzusetzen und die Informationen zu überprüfen, die hier verarbeitet worden sind. Darum bitte ich ihn. Und weiter geht es in dem Thema. Hier wird immer geschrieben, dass diejenigen, direkt oder indirekt, die Björn Höcke kritisieren würden, jetzt aus der Partei hinausgedrängt und herausgedrängt. Und immer ist da dieser Tenor, der schon seit über einem Jahr, spätestens seit der Dresdner Rede, durch die Medien geistert, leider auch durch die Thüringer Presselandschaft,
Dieser Landesverband Thüringen, das war ein führergesteuerter Landesverband. Da war der böse Führer Björn Höcke, der seine Mitglieder mit infamen Methoden, mit Intrigen auf seinen Kurs zwingt und sie, diejenigen, die ihm im Wege stehen, skrupellos beiseite räumt. Der Führer Höcke im Landesverband Thüringen. Ihr alle kennt mich, glaube ich, zu Genüge. Und mir sei auch mal diese etwas persönlichen Worte hier gestattet. Ihr kennt mich alle zu Genüge. Ich bin ein auf Kompromiss aus- und angeregter Mensch. Und ich bin wirklich der, der in der AfD immer, obwohl er einen klaren Kurs hat, und diesen Kurs auf die Notwendigkeit, und ich weiß, ihr steht ganz mehrheitlich auch hinter diesem Kurs, sonst hättet ihr mich wahrscheinlich in die 94. Richtungsstreit von dem Essener Parteitag, da war ich und da war der Flügel Essener, obwohl diese Entscheidung herbeigeführt werden musste, immer die Gruppe in dieser Partei, der und die gesagt haben, wir müssen die Einheit der Partei erhalten, wir müssen die Spannbreite der AfD möglichst breit halten. In der AfD als künftiger Volkspartei ist so viel Platz für Nationalliberale, für Nationalkonservative und für andere Gruppierungen. Das, was uns alle verbindet, und das kann jeder registrieren, der sich mit Freunden aus anderen Landesverbänden unterhält, egal ob das Ostlandesverbände oder Westlandesverbände sind, das ist das Bewusstsein, dass die Politik in Deutschland eine grundsätzliche Erneuerung braucht, und das ist das Bewusstsein, dass in Deutschland endlich wieder eine Politik gegründet auf einem vitalen Patriotismus praktiziert werden muss. Deswegen dauert es ja auch etwas länger, aber ich muss auch mal auf so eine Aktualität reagieren können. Und ich musste mich an die Situation nach der Landtagswahl erinnern. Und ich habe gerade die letzten Korrekturen angebracht an einem Manuskript. Ja, es wird in Kürze ein Hückebuch geben. Und da habe ich nochmal diese turbulenten Aufbaumonate in der Fraktion hier im Erfurter Landtag Revue passieren lassen. Und damals war es derselbe Tenor, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Damals war die Zeit des Machtkampfs mit Bernd Lucke, die Zeit vor dem Essener Parteitag. Und da haben wir drei Landtagsabgeordnete in unserer Fraktion gehabt, die uns großen Ärger gemacht haben. Aber nicht, weil sie inhaltlich nicht mit uns übereingestimmt hätten. Ich glaube, die drei wissen heute noch nicht, weil die drei wesentlichen Wesensmerkmale des Konservatismus und Liberalismus zu unterscheiden. Sondern weil sie gruppen- und teamunfähig gewesen sind, mussten wir uns leider von ihnen trennen. Und ich war derjenige, der zum Leidwesen meiner Landtagsabgeordneten Kollegen damals immer und immer wieder versucht hat, über Gespräche, über Mediation und andere Prozesse doch noch diese Fraktion als Ganzes zusammenzuhalten. Es waren meine Abgeordnetenkollegen, die gesagt haben, Björn, du musst jetzt die Reißleine ziehen, es geht mit diesen drei Sonderlingen leider nicht weiter. Nicht der Führer, Björn Höcke, liebe Presse. Dieser autoritäre Mann, der nur seinen Kopf durchsetzen will. Nein, dieser Führer, Björn Höcke, hat immer vermittelt. Aber ich habe in den letzten Jahren auch gelernt, dass man in der Politik auch mal klare Kante zeigen muss. Und dass man auch mal eine deutliche Ansage machen muss. Und das will ich heute, liebe Freunde, als euer Landesvorsitzender, auch in der gebotenen Deutlichkeit tun. So, das ist die regionale Ebene der journalistischen Minderleistung, die ich mal ganz kurz streifen musste. Und jetzt gab es ja in der letzten Woche auch wieder eine überregionale Ebene journalistischer Minderleistung, die ich auch nicht unerwähnt lassen kann. Man versuchte wieder eine Rede von mir zu skandalisieren. Ich weiß nicht, wer von euch die Eislebener Rede sich angeguckt hat oder vielleicht sogar selbst dabei. Ja, aus dieser Eislebener Rede, zu der ich sehr viele positive Rückmeldungen erhalten habe, aus dieser Eislebener Rede hat einen ganz kleinen Ausschnitt rausgeschnitten und skandalisiert. Und dieser Ausschnitt lautete folgendermaßen, ich zitiere mal gerade: Das, was wir jetzt noch nicht können, weil wir jetzt noch nicht die Macht haben, aber wir werden die Macht irgendwann besitzen und dann werden wir das durchsetzen, dann werden wir durchsetzen, was notwendig ist, damit wir auch in Zukunft unser freies Leben leben können.
dann werden wir die Direktive ausgeben, dass am Bosporus mit den drei großen M, das heißt Mohammed, Muinzin und Minaret, Schluss ist, liebe Freunde. Zitat Ende. Das ist der Ausschnitt, den man ins Netz gestellt hat und den man skandalisiert hat. Natürlich hat man nicht die Sätze davor und danach ins Netz gestellt, die diese Aussage wunderbar kontextualisieren und erklären. Einen Satz später sagte ich nämlich etwas, das dann wahrscheinlich nicht mehr in dieses Bild vom Führer Höcke passt. Ich sagte, ich zitiere, ein Muslim, der friedlich lebt und sich ohne Wenn und Aber im öffentlichen Raum an Recht und Gesetz hält, den muss man tolerieren. Alle anderen haben hier keine Zukunft und keine Heimat. Zitat Ende. Und das mediale Establishment tobte. Welt, ich zitiere, Überschrift, die Welt. Höcke will Verbot des Islams in der Türkei. Beneto, das ist das Jugendportal des berühmt-berüchtigten Schirmgeschützes der Demokratie aus Hamburg, dem Spiegel, ich zitiere, Björn Höcke will Türkei Minarette verbieten, sobald AfD an der Macht ist. And the winner is the Handelsblatt. Höcke will Islam aus der Türkei verbannen. Ja, andere mutmaßen sogar, dass ich in die Türkei einmarschieren wollte. Oh Herr, ja, anders kann ich nur sagen, oh Herr, lass Sturm vom Himmel regnen. Also diese Hysterie der Leitmedien, und wir denken uns Leitmedien ist nicht mit T geschrieben, sondern mit D, weil augenscheinlich leiden sie. Diese Hysterie der Leitmedien, der zeigt mir, dass wirklich alle Maßstäbe in diesem Land verrückt sind. Dieses Land steht Kopf. Das politische Establishment und das mediale Establishment sind im Panikmodus und das erfreut uns grundsätzlich. Und ich sage, ja, ich muss und ich werde als Politiker, gerade in Anbetracht der Lage dieses Landes, auch in Zukunft, klare und deutliche Botschaften ins Land senden. Und ja, ich werde da, wo es geboten ist, weil ich von der Wirkmächtigkeit überzeugt bin, auch Bilder benutzen. Ja, das werde ich auch in Zukunft tun. Natürlich weiß ich, dass die Türkei einen kleinen Zipfel Europas besitzt. Das weiß ich. 1453 wurde das damalige Konstantinopel von den Osmanen erobert und aus der Hagia Sophie wurde eine Moschee. Und das sind die Überbleibsel dieses osmanischen Expansionsdranges Richtung Europa, der im 15. Jahrhundert in Kleinasien seinen Ausgang nahm. Natürlich weiß ich das. Und ich weiß natürlich auch, und das war der Hintergrund des Bildes, dass Europa geografisch am Bosporus an Asien grenzt, also Europa endet und Asien anfängt. Das wollte ich mit diesem Bild zum Ausdruck bringen, liebe Freunde. Ich wollte nicht die Türkei ihren Glauben abspenstig machen, ich wollte keinen Feldzug gegen den Islam in der Türkei führen. Ich wollte einfach nur die natürlichen Grenzen Europas aufweisen und auf diese Grenzen hinweisen. Ein Europa, das vor allen Dingen maßgeblich durch das Christentum geprägt ist. Und die Türkei ist ein Land, das eben nicht ist. Die Prägung, die kulturelle Prägung der Türkei ist nicht europäisch. Sie ist islamisch und damit nicht europäisch. Und die Türkei gehört für mich einfach nicht zu Europa. Ich möchte mir Europa auch nicht als islamisch geprägten Kontinent vorstellen. Und ich bin der Meinung, dass der Islam schon viel zu viel politischen Einfluss in Europa hat, in die europäischen inneren Angelegenheiten. Wir wissen, dass viele Muslime sich als fünfte Kolonne Erdogans missbrauchen lassen, gerade hier
in Deutschland. Wir wissen, dass der Islam auch einen politischen Herrschaftsanspruch haben und wir sind froh und stolz und glücklich, dass wir in einem säkularen Staat leben. So wollen wir jedenfalls nicht leben. Und deswegen bin ich der Meinung, liebe Freunde, dass der Einfluss des Islam, und ich betone jetzt, tendenziell, und ich weiß auch, dass die Politik die Kunst des Machbaren ist, tendenziell in Europa zurückgedrängt werden muss. Oh ja, und der Begriff Macht, die Verwendung des Begriffs Macht, die wurde mir auch angekreidet. Es ist die normalste und natürlichste Sache der Welt, dass man in einer Demokratie nach Macht strebt, denn ohne Macht hat man keine Gestaltungsmöglichkeit. Jeder darf nach Macht streben, nur die AfD darf nicht nach Macht streben und schon gar nicht der böse Höcke. Das ist vollkommen absurd. Und wenn ich sage, natürlich sind wir als zukünftige Volkspartei auch mit einer Zielsetzung ausgestattet, die auch eine ganz normale demokratische Zielsetzung ist und sein muss, nämlich dass wir irgendwann mal vielleicht sogar in der Lage, in die Lage versetzt werden, eine Alleinregierung zu etablieren. Warum denn nicht? Das gehört zum demokratischen Spiel dazu. Und die CSU hat jahrzehntelang in Bayern in absoluter Mehrheit regiert. Und das sollte auch unser Ziel sein. Was denn sonst? Der Verwendung des Begriffes Direktive, da hakte man auch um. Direktive, das ginge gar nicht. Liebe Freunde, Direktive ist eine Anweisung. In Deutschland finden werktags Millionen von Direktiven in deutschen Behörden statt. Anweisungen. Und auch in der Politik gibt es politische Direktiven, die dann natürlich nicht als Befehl zu verstehen sind und eins zu eins umgesetzt werden können. Aber eine Direktive ist ein ganz normaler Vorgang, auch in einem demokratisch verfassten Land. Gut, ich hätte vielleicht besser Richtungsvorgabe gesagt. Aber ich möchte daran erinnern, dass ich dort über eine Stunde lang praktisch frei geredet habe. Und da kann es mal passieren, dass man nicht so ganz genau trennscharf argumentiert und jeden Begriff vorher auf die Goldwaage gelegt hat. Aber das muss in einem freien Land möglich sein, liebe Freunde, dass man seine Spontanität nicht ganz abgeben muss, sondern dass man einfach nur reden kann, wenn der Schade gewachsen ist. Auch wenn wir hören, ja, das Mediale ist der Richtung, dreht uns und dreht mir die Worte zunehmend, muss man schon fast sagen, wenn man jetzt den letzten Skandal und die Eislinger Rede uns anschaut, zunehmend im Munde herum. Und sie sind Teil des Spiels, das ich auch in Eislingen thematisiert habe und das so wichtig zu verstehen und zu erkennen ist, dass ich es heute auch nochmal tun will, sind Teil des Spiels, das sich Hegemonie durch Assimilation nennt. Und dieses Prinzip verstanden zu haben, macht uns stark und schützt uns als AfD in Thüringen und als Bundes-AfD insgesamt vor den Spaltpilzen im Inneren und vor den Keilen, die von außen in unsere Partei hineingetrieben werden. Dieses Spiel, denn es ist nicht mehr als ein Spiel, Hegemonie durch Assimilation, wird vom politischen medialen Establishment mit Vorliebe betrieben. Das politische Establishment, ja, tut es auch, jeden Tag. Markus Söder beispielsweise, dieser CSU-Hardcore-Multikulturalist. Ja, und das habe ich in Eisleben auch gesagt. Ja, Markus Söder ist ein Hardcore-Multikulturalist. Markus Söder und seine CSU haben dem Koalitionsvertrag, der jetzt wahrscheinlich so verabschiedet wird, zugestimmt. Sie haben Ja gesagt zu einer weiteren illegalen Zuwanderung in unsere sozialen Sicherungssysteme in Höhe von etwa 1 Million Menschen in den kommenden 4 Jahren. Und schaut euch doch bitte mal an, wie sehen denn München, Regensburg und Passau aus? Diese Städte sehen nicht mehr anders aus als Essen, Dortmund und Duisburg. Und auch in bayerischen Schulen hängt man mittlerweile das Kreuz ab aus Respekt vor einer anderen Religion. Das ist genau dieselbe Politik der Selbstaufgabe wie bei den alten anderen Parteien auch. Nur, dass die CSU für uns viel gefährlicher ist, weil sie immer noch mal mit markigen Sprüchen dieses Bürgertum an sich versucht zu binden, die eigentlich auch schon die Hoffnung verloren haben, aber immer noch Angst haben,
sich vielleicht doch mal dem wirklichen Neuling AfD zuzuwenden. Ja, Markus Söder ist ein Hardcore-Multikulturalist. Das ist ein Deutschlandabschaffer vor dem Herrn. Und wenn Markus Söder Bundeskanzler wäre, dann würde sich die Politik in diesem Lande genau null ändern. Und wenn dann Markus Söder im Interview mit der Bild-Zeitung sagt, naja, AfD, ja, so ein bisschen Rippen und Locken, aber Höcke geht gar nicht. Dann sage ich, liebe Freunde, dieser Herr hat seinen ehrlichsten und aufrechtesten Gegner erkannt. Mit dem Konzept der Hegemonie durch Assimilation geht es im Establishment darum, dem politmedialen Establishment darum, die etwas Wankelmütigen unter uns, die Kompromissbereiteren unter uns, an sich heranzuziehen. Durch das Locken mit Ämtern, durch das Locken mit Ministerposten, vielleicht auch durch das Locken mit kleinen inhaltlichen Kompromissen. Aber kleine inhaltliche Kompromisse, liebe Freunde, die das Große und Ganze, die grundsätzliche Ausrichtung der Politik in diesem Lande niemals in Frage stellen. Tja, und wenn es gar keine grundsätzlichen, inhaltlich strategischen Meinungsverschiedenheiten in einem Landesverband gibt, dann erfindet man eben etwas, um Unfrieden zu säen und zu stiften. Hegemonie durch Assimilation. Liebe Freunde, wir wissen hier in Thüringen, es gibt, und ich rede jetzt nicht von den Politikfeldern Agrarpolitik oder Infrastrukturpolitik, ich rede jetzt hier von den Politikfeldern, die über die Zukunft dieses Landes entscheiden. Es gibt in diesen zentralen Politikfeldern, und wir Thüringer wissen das, keine Alternative im Establishment. Denn es geht nicht darum, kleine Kompromisse anzunehmen und das Große und Ganze nicht mehr in Frage stellen. Es geht nicht darum, dass man beispielsweise in Deutschland statt 250 nur noch 100 Gender-Mainstream-Professuren hat. Es geht darum, diese steuerfinanzierte Politikwissenschaft zu beenden. Bravo! Es geht nicht darum, dass die Zahlungen im Rahmen der sogenannten Euro-Rettungspolitik reduziert werden. Es geht darum, dass dieses gesetzwidrige Ideologie-Experiment, das unser Volksvermögen bedroht, beendet wird. Und es geht nicht darum, liebe Freunde, über eine Obergrenze von 200.000 illegalen Armutszuwanderern im Jahr zu einigen. Darum geht es nicht. Es geht darum, diese Zahl auf null im Jahr zu begrenzen. Und es geht darum, die bereits illegalen Lebenden fit vor Return zu machen, liebe Freunde. Keine Kompromisse in diesen zentralen Politikfeldern. Keine Kompromisse mit dem gestern gemähten Kommunalparteien. Liebe Freunde, jetzt wird es noch ein wenig persönlich, weil ich jetzt auch im Rückblick auf das Jahr 2017 einige Parteifreunde kritisieren muss. Und ich muss es tun als Landesvorsitzender, auch als Landesvorsitzender, der immer alle mitnehmen will und grundsätzlich immer zu Kompromissen bereit ist, aber es gibt auch
Grenzen dessen, was tolerierbar ist. Ich möchte daran erinnern, dass ich mich zu der letzten Kampagne, dieser Kampagne im Rahmen der Eichsfelder Rede, Medien öffentlich nicht zu Wort gemeldet habe und dass ich auch die machtpolitisch motivierten Angriffe jener Frau mit den zwei Mandaten, die Gott sei Dank unserer Partei nicht mehr angehört, an mir habe abperlen lassen. Übrigens, diese Frau wurde auch in diesem System Hegemonie durch Assimilation eingebunden und wurde gegen mich in Stellung gebracht. Ihr erinnert euch alle. Nein, liebe Freunde, ich habe und ich hoffe, dass ich das bis zum Ende meiner Tage in dieser Partei durchhalte. Und ich hoffe, dass das Ende der Tage noch nicht allzu weit kommt. Ich habe mich niemals medienöffentlich negativ über einen Parteifreund geäußert. Erstens, weil es mir zu trivial ist, mich mit defizitären Menschen über die Medien auseinanderzusetzen. Und zweitens, weil ich weiß, dass das Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn die Einheit der Partei bedroht. Ich hätte nur wirklich einen Grund gehabt, auch mal zu reagieren. Wie bin ich von dieser Dame mit den zwei Mandaten attackiert worden im Jahre 2017? Dieser Dame, die, und das konnte eigentlich jeder erkennen, der in den vergangenen Jahren mal mit ihr zusammenarbeiten musste, vor allen Dingen durch eine Unart ausgezeichnet ist, nämlich dass sie von einem krankhaften Konkurrenzdenken zerfressen ist. Das war das große Problem bei unserer ehemaligen Bundesvorsitzenden. Sie hätte nur die Partei ihrer Breite halten müssen, sie hätte nur integrierend wirken müssen und sie wäre wahrscheinlich die dienstälteste Bundesvorsitzende der AfD geblieben. Sie ist aus eigenen charakterlichen Defiziten an dieser Aufgabe gescheitert. Diese Dame hat ein absolut rufschädigendes Gutachten gegen mich veranlasst. Dieses Gutachten reißt jeden wissenschaftlichen Standard. Ich kann nur sagen, wenn Juristen Historiker spielen wollen, dann geht das eigentlich grundsätzlich in die Hose. Und dieses Gutachten ist an die Presse gegeben worden. Dieses grob rufschädigende Gutachten ist an die Presse gegeben worden vom Bundesvorstand bzw. vom alten Bundesvorstand bzw. von einem alten Bundesvorstandsmitglied. Und ich weiß auch, von wem. Und ich weiß auch, welche Mitglieder des alten Bundesvorstandes hier in Thüringen waren, um eine Opposition gegen mich zu mobilisieren und Zeugen aufzuklären, die vielleicht bereit wären, gegen mich auszusagen. Auch da könnte ich hier und heute Namen nennen. Und jeder Emporkömmling in dieser Partei, und ja, leider gibt es diese auch. Und deswegen war es auch wichtig, dass Tosca in ihrer Einführungsrede darauf hingewiesen hat. Und jeder Emporkömmling in dieser Partei hatte 2017 und hat auch heute die Gelegenheit, auf die erste Seite der überregionalen Printmedien zu kommen oder die Online-Ausgaben der noch Leitmedien zu kommen. Er muss nur eins tun. Er muss bereit sein, gegen Höcke auszusagen. Liebe Freunde, ich habe geschwiegen. Ich habe geschwiegen das ganze Jahr 2017. Und ich werde auch weiter schweigen. Nicht, weil ich nicht getroffen gewesen wäre. Ich bin auch nur ein Mensch. Ja, ich war auch getroffen. Und mir ist arg zugesetzt worden meiner Familie. Das habt ihr alle mitgekriegt, ist hart zugesetzt worden. Und heute ist auch mal die Gelegenheit, einem Menschen zu danken, ohne den ich wahrscheinlich nicht hier vorne stände. Einem Menschen, der mir immer den Rücken gestärkt hat und der an meiner Seite steht, durch alle Tiefen mit mir zusammen hindurchgeht. Ich möchte ganz herzlich meiner Frau danken für die Applaus. Dass, wenn ich adäquat geantwortet hätte, und eigentlich hätte auf diesen groben Klotz ein grober Keil gehört, ja, aber wenn ich adäquat geantwortet hätte, dann hätte es eventuell diese Partei zerlegt.
Und das, liebe Freunde, das darf uns niemals passieren. Keiner von uns. Ist so wichtig, dass er das Recht hat, diese Partei, diese letzte friedliche Chance, diese letzte evolutionäre Chance aus persönlichen Gründen zu zerlegen. Uns muss die Einheit der Partei über alles gehen. Ja, und weil ich mich durchaus, und so wurde mir das von außen herangetragen, dieses Wort habe ich jetzt nicht erfunden, bis zur Selbstverleugnung im letzten Jahr tatsächlich zurückgenommen habe. Und weil dieser Landesverband so gut dasteht und so erfolgreich ist, wie kaum ein anderer in der AfD-Familie, war ich enttäuscht über das Verhalten einiger weniger im abgelaufenen Jahr 2017. Ich habe nichts gegen Vereinigung in der AfD. Wir haben die Christen in der AfD, wir haben die Homosexuellen, glaube ich, in der AfD als Vereinigung. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir auch schon die Briefmarkenfreunde in der AfD. Vielleicht auch schon das, die Vereinigung der Rassegefüge-Züchter, das darf der AfD nicht haben. Die Rassevereine, die Rassegefüge-Zuchtvereinigung in der AfD. Ja, das ist immer so lustig im Landtag. Wir haben ja vor kurzem diese Rasseliste diskutiert im Landtag. Da ging es um die Hunde, die vielleicht gefährlich sind. Gott sei Dank ist diese Rasseliste dann kassiert worden. Nein, also ich habe nichts gegen Vereinigung in der AfD. Aber ich frage mich natürlich, warum diese 5 Mitglieder, es mögen auch 4 gewesen sein oder 6 gewesen sein, die sich vereinigen wollten, zu was auch immer, das an einem Tag tun mussten im letzten Jahr, an dem wir Thüringer stolz sind, Gastgeber zu sein. Gastgeber des größten Festes, das die AfD feiert, Gastgeber des Kyffhäuser-Festes. Und darauf sind wir stolz, ja. Und warum mussten die 5 der Namen sich nennen? Wie gesagt, es können auch 4 oder 6 gewesen sein, aber es waren ungefähr 5. Warum mussten sich die 5 dann auch noch mit den uns meist, und der Beweis ist ja heute und in der Vergangenheit schon des Öfteren erbracht worden, mit den uns meistens nicht freundlich gesonnenen Medien im Schlepptau zur Wartburg begeben? Warum musste das dann auch noch sein? Und es kam dann so, wie es die 5 wahrscheinlich gewollt haben. Das Treffen auf der Wartburg nahm in der Berichterstattung der Medien den breiten Raum ein. Den breiten Raum, der eigentlich dem großen patriotischen Fest auf dem Kyffhäuser mit über 700 Teilnehmern, darunter zahlreiche Landesvorsitzende und unsere beiden Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen und Alexander Gauland gebührt hätte. Und wie war der Medientenor auf das Treffen der 5, während auf dem Kyffhäuser 700 gefeiert haben? Wie war der Medientenor auf das Treffen der 5? Richtig. 2 Lager stehen sich in der AfD Thüringen unversöhnlich gegenüber und die Spaltung sei schon am Horizont erkennbar. Ich will jetzt nicht wieder dieses Klatschexperiment machen, weil ich habe das Gefühl, dass die Medien doch lernresistent sind, aber ich glaube, das ist grober Unfug. Aber das ist das, was der unbedarfte und unwissende und nicht eingeweihte potenzielle Thüringer Wähler, der immer noch die Tageszeitung in Thüringen liest, am nächsten Tag erfuhr aus seiner Zeitung. Aber so ein Wähler,
Er wählt natürlich keine Partei, die kurz vor der Spaltung steht. Und ich frage mich, warum gründeten die fünf ihre Vereinigung nicht einen Tag vor oder einen Tag nach dem Kyffhäuser-Treffen? Und ich kann euch versprechen, und vielleicht ist einer von den fünf auch hier im Raum, ich wäre gerne bei der Gründung dieser Vereinigung zu Gast gewesen. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Wir wissen alle, die Zeit für unser Land läuft ab. Und wir, die wir uns heute hier versammelt haben, wir wissen das. Und wir haben keine Nerven mehr, wir haben keine Kraft mehr, uns mit solchen Spielereien, mit solchen Kindereien zu beschäftigen. So, und von unseren fünf Freunden hatten dann Einzelne auch noch einen weiteren Solo-Auftritt in den Thüringer Medien und in den überregionalen Medien 2017. Und dass dabei die Frau mit den zwei Mandaten immer wieder als Gewährsfrau herangezogen wurde, das ist das eine. Dass man sich aber über die Medien sehr, sehr abfällig und negativ über Parteifreunde äußerte, das ist das andere. Und das ist das, liebe Freunde, was für mich inakzeptabel ist. Das ist für mich inakzeptabel. So ein indiskriminiertes Verhalten, dieses Agieren über die Medien, zeugt von Disziplinlosigkeit. So ein Agieren über die Medien schadet dem Ansehen der Partei enorm und darf nie, nie wieder vorkommen. Liebe Freunde, ich bin so stolz auf diesen Landesverband und ich bin auch deswegen stolz, weil ihr vertraut dem von euch gewählten Landesvorstand und in diesen turbulenten Tagen und Wochen des letzten Jahres habt ihr eurem Landesvorstand vertraut und habt Gelassenheit gelebt. Dafür möchte ich mich bei euch auch im Namen des ganzen Landesvorstandes herzlich bedanken. Und trotz dieser Querschnitte, trotz der Stöcke, die euch zwischen die Beine geworfen wurden, habt ihr nicht nachgelassen in eurem Tun für dieses Land. Ihr habt einen Bundestagswahlkampf geführt, der seinesgleichen sucht. Und wir haben hier in Thüringen alle gemeinsam ein Ergebnis eingefahren, das mit 22,7% und damit sind wir zweitstärkste Kraft in Thüringen geworden, nichts anderes als historisch bezeichnet werden. Das ist eine historische Erfolgsgeschichte und die Geschichte der AfD in Thüringen ist sie allemal und wir werden alle gemeinsam diesen erfolgreichen Weg weiter beschreiten. Ich will noch einige kurze Sätze zur Fraktion sagen. Es gab, Gott sei Dank muss man sagen, wir sind stolz auf den Einzug in den Bundestag. Es gab einen kräftigen personellen Aderlass. Die Bundestagsfraktion ist so eine Art schwarzes Loch. Die zieht nur nicht nur die besten Abgeordneten aus den Landtagen ab, sondern auch die besten Mitarbeiter, zumindest einige der besten Mitarbeiter. Das alles musste erstmal ausgeglichen werden und da sind wir aber auf einem guten Weg. Wir haben trotzdem über 400 Änderungsanträge in die Haushaltsdebatte 2018-2019 eingespeist. Wir haben versucht, die parlamentarische Diskussion mit unseren Ideen zu befruchten. Wir haben in den letzten drei Jahren über 100 Gesetzentwürfe und Anträge ins Plenum eingebracht. Und wisst ihr, wie viel davon von den etablierten Fraktionen, von den Altfraktionen zur Beratung in die Ausschüsse verwiesen wurden? Null. Genau, es waren null. Und wir haben in Thüringen auch das Problem, dass es für die Selbstbefassungsanträge in den Ausschüssen eine Zustimmung von ein Drittel der Abgeordneten bedarf. Das heißt, wir als noch relativ kleine Fraktion, wir können auch keine Anträge in den Ausschüssen platzieren auf die Tagesordnung und dort unsere Position zur Diskussion stellen. Auch das wird uns meistens verwehrt. Unsere Politikansätze werden im Thüringer Landtag einfach ignoriert. Der Parlamentarismus, liebe Freunde, als Teil oder als Transmissionsziel des Volkswillens von unten nach oben, denn als solcher ist er angelegt,
funktioniert nicht mehr. Und wir sind doch mit unseren 22,7% in Thüringen tatsächlich ein nicht mehr zu übersehender Teil dieses Volkswillens. Parlamentarismus funktioniert nur noch als Transmissionstrieben von oben nach unten, und zwar in einer sehr üblen und für mich und für uns unerträglich volkspädagogischen Art und Weise. Und das ist das, was wir erreichen müssen als Kraft der Erneuerung. Wir müssen die Funktionsfähigkeit der Parlamente hier in Thüringen und deutschlandweit wiederherstellen. Das Parteienkartell ist inhaltlich ununterscheidbar geworden. Deswegen reden wir ja auch von einem Kartell. Und ich habe unseren Freunden von den Altfraktionen deswegen in der Schlussansprache, zum Doppelhaushalt 2018-2019 in aller Deutlichkeit die Leviten gelesen. Und ich habe ihnen vorgeworfen, dass sie hier ein politisches Schauspiel abziehen, das bar jeden Inhalts aufgeführt wird. Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Hai, eigentlich ein intelligenter Mann, natürlich nicht von unserer politischen Anschauung, aber eloquent in der Rede und wie gesagt durchaus als intelligent zu bezeichnen. Der stellt sich ans Rednerpult im Thüringer Landtag und posaunt raus, dieser Landeshaushalt 2018-2019 käme ohne neue Schulden aus. Aber dass Rot-Rot-Grün die Rücklagen unseres kleinen Freistaats Thüringen von 1 Milliarde Euro auf 150 Millionen Euro abgeschmolzen hat, erwähnt er mit keiner Silbe. Was ist denn was anderes, als indirekt neue Schulden aufzunehmen? Und das ist diese Scheinheiligkeit und diese Unehrlichkeit, die wir diesen Politiker nicht mehr durchgehen lassen dürfen. Ja, die CDU ist wirklich die Königin des Taktierens. Bei der letzten Haushaltsberatung für den letzten Doppelhaushalt hat es die CDU als größte Oppositionsfraktion fertiggebracht, genau 0 Änderungsanträge ins Plenum einzubringen. Und jetzt, wo die nächsten Landtagswahlen am Horizont auftauchen, bringt sie 1200 Änderungsanträge. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Übrigens sind wir gemessen an der Anzahl unserer Abgeordneten immer noch besser als die CDU. Und eine Sache aus den Abstimmungen zu diesem Haushalt muss ich euch noch berichten. Die CDU hat bei den Haushaltsberatungen im Thüringer Landtag einen Änderungsantrag eingebracht, mit dem durchgesetzt werden sollte, dass pro Jahr nochmal 30 Millionen Euro zusätzlich in die Integration von sogenannten Flüchtlingen investiert werden sollen. Und als sie einen Kollegen von der CDU, das war eine namentliche Abstimmung, als sie einen Kollegen von der CDU auf dem Gang zur Wahlurne darauf kurz angesprochen haben, weil ich wusste, dass der Herr eigentlich ein Patriot ist und auch ein entsprechendes Herz hat, da guckt er mich an, schlug die Augen nieder, zuckte nur mit den Schultern und ging an mir vorbei. Ja, so sieht das aus, wenn sich ein erwachsener Mensch ökonomisch von der Politik abhängig gemacht hat. Wir bleiben Bewegungsfraktion. Wir werden die Schlagzahl unserer Bürgerdialoge in Thüringen, die maßgeblich wahrscheinlich für dieses gute Bundestagsergebnis auch mitverantwortlich sind, noch mal erhöhen. Und wir haben auch ein mobiles Bürgerbüro uns angeschafft, einen schicken VW-Bus, mit dem wir durch das Land reisen werden und täglich, fast täglich in Thüringen zu sehen sein werden. Wir werden präsent sein, und zwar in einer noch verstärkten Art und Weise in den nächsten 2 Jahren. Und auch daran möchte ich nochmal erinnern, wie bin ich für diesen Begriff geprügelt worden von den eigenen Leuten Anfang des Jahres 2017. Und in der letzten Landesvorsitzendenkonferenz, wir haben immer am Freitag unsere Telefonkonferenz schaltet, da redeten alle, egal ob das die Ostlandesvorsitzenden waren oder die Westlandesvorsitzenden waren, wie selbstverständlich von der AfD als Bewegungspartei. Wie selbstverständlich.
Und alle waren hocherfreut über die großen Demonstrationen, über die große Demonstration in Kandel. Und alle gaben ihrer Zuversicht Ausdruck, dass jetzt auch in Westdeutschland endlich das Volk aufwachen würde und auf die Straße gehen würde. Bewegungspartei! Und so ist das ganze Prägung genau hier bei uns in Thüringen. So, wir gehen als Bewegungsfraktion und wir gehen als Bewegungspartei in den letzten Abschnitt dieser Legislatur. Und wir werden alle unsere Leidenschaft jetzt erstmal in den Kommunalwahlkampf investieren, weil wir nach Jahren des großartigen Wachstums von oben nach unten jetzt ein entsprechendes Wachstum von unten nach oben brauchen, um das Ganze dann auch abzurunden. Dort, wo wir gute Leute haben, wobei das Prinzip Klasse statt Masse heißt, werden wir zu den Bürgermeisterwahlen und zu den Landtagswahlen antreten. Und ich bin heute auch stolz darauf, verkünden zu können, dass, wer es noch nicht mitgekriegt hat, mein verehrter Kollege Landessprecher Stefan Möller als OB-Kandidat für Erfurt antreten wird. So, das war am Ende noch wichtig zu betonen. Wir bleiben Bewegungsfraktion, wir bleiben Bewegungspartei. Wir werden auch in Zukunft eine Leidenschaft uns von niemandem übertreffen lassen. Liebe Freunde, wir stehen hier in Thüringen als AfD Thüringen für einen starken ländlichen Raum. Wir stehen für starke Familien, wir stehen für einen starken Mittelstand und wir stehen für starke und lebendige Traditionen. Und diese Aussagen und diese Stoßrichtung betten wir ein in das Konzept des solidarischen Patriotismus. Das ist der Weg, den wir beschreiten und das ist der Weg, den wir gemeinsam gehen und das ist der Weg, der uns 2019 zur stärksten politischen Kraft in Thüringen machen wird. Vielen Dank!